Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Live 3 hier von Holzheimer. Wie immer mit dem Freezy, dem Tino und dem Axel ohne den Holger. Ich war hier gerade am Beladen und bin es auch immer noch. Und zwar wollen wir den Honig aufladen und zu unserer neu gewonnenen Joghurtproduktion bringen. Aber es ist ja ganz schwierig, weil hier alles im Weg ist und ich hier den breitesten Traktor der Welt habe. Mann, Mann, da sind wir doch gut rein. So. Natürlich jetzt, ich glaube, ich stelle die erstmal hier so hin. Ich würde die gerne von seitlich nehmen. Dann kriege ich die besser auf den Anhänger. Eigentlich Opfer? Oh. Jetzt doch die, ist sie soweit. So, ich freue mich doch etwas. Aber. Feld müssen wir nachher auch unbedingt fertig machen. Oh, Wendekreis so groß. Mist. Für die Heu. Nein, jetzt ist die Heutrocknung. Mist. Der Trigger von der Heutrocknung im Weg. Also, Spanngurt war doch er, oder? Nein. Genau, mal so. Dann machen wir es so. So. So, nächste, bitte. Wir müssen auch noch den Fendt irgendwann abholen, aber es ist wieder so viel zu tun. Jetzt, oh, das ist echt, komm nicht drüber weg, dass ich den Holger nicht mehr habe. Weil jetzt bräuchte ich ihn wie nie zuvor. Man hat einfach für zwei zu tun. Hallo? Sag mal, ich muss mir echt eine Palettengabel holen, oder? Schreib mal in die Kommentare. Weil das ist ja. Krebs mit dem. Ich bin doch dran, oder nicht? Ich sehe halt auch nichts. Überall sind Wände! Das Problem. Ne? Gibt's denn das? Meine Fresse, ey. Ach, Kerl. Jetzt habe ich gleich keine Geduld mehr. Hat der sich in die Wand gebackt oder was? Junge, dann hat. Sorry, dass ich das mit angucken muss. Hallo? Ja, Max hier. Ja, moin, Max.
Das Fass ist leer. Ich habe ein bisschen Blumen gegossen. Konntest du das? Nee. Also ich hab den Händler gefragt, ob die das mal kurz nehmen können und können Alles klar. Bisschen Blumen damit gießen. Ja, ist jetzt leer, steht hier, kannst du holen, kannst dann überall die Milch einsammeln. Jo, Derzeit versuche ich hier die Paletten aus der Halle zu operieren. Ja, also viel Milch habe ich wohl noch nicht. Ich habe erst 5000 Liter, ne? Ja, aber ich habe hier, also auch nicht viel mehr, aber ich habe im Kuhstall 2800 und in der Weide 5100, also ein bisschen haben wir schon. Alles klar. Gut, dann ich fütter eben schnell die Schweine und dann komme ich. Jo. Das ist eine Operation mit diesen Paletten hier in der Halle. Na gut, also gleich sehe ich ja dann, wenn du da bist. Ja, ich jo. Komme sofort. Bis dann. Bis dann. Jo. Also das ist eine Operation da drin, oder? Beim da also noch habe ich ja den Deutz. Eigentlich könnte ich auch einfach den Deutz nehmen. Dann habe ich mehr Platz, so, weil die Maschine kleiner ist. Naja. Sollen wir ja wohl noch hinkriegen, die zwei Paletten hier raus zu operieren. Vielleicht geht die jetzt einfacher, wo die zweite weg ist. Ja, das geht schon deutlich besser. Ich habe jetzt noch drei. Kriege ich die jetzt hier noch so vorne dran? Müsste gehen, oder? Wenn ich die jetzt hier so einfach so drauf stelle. Das Ding macht einen Lärm vom Helden. Ah, die Kolje von dem kompletten Block geht nur bis zu der einen Stelle, habt ihr gesehen? Also irgendwas ist mit dieser Palette nicht richtig. Warum machten die so Zicken? Treffe ich einfach nicht? Ich meine, das ist auch nicht ausgeschlossen. Versuche ich mit der Palette die andere mal dran zu drücken, so ein bisschen. Hat bedingt geklappt. Ich werfe sie gleich auf der anderen Seite runter, wenn es so weitergeht. Geht er da so weit hoch, dass er unten in das Kolli frei reinfährt? Hä? Die ganze Palette keine Kolli mehr. Das ist, glaube ich, gar nicht so gut. Weil ich den Anhänger auch irgendwie unten drunter durchschiebe. Was ist denn jetzt? Was ist denn auch hier für ein. Das wird eine anstrengende Folge für euch zum Gucken, auf jeden Fall. Vor allem bin ich so konzentriert, dass ich kaum was sage. Das ist natürlich dann auch noch spannend ohnehin. Ah, jetzt ist sie da reingerollt. Ja, alles klar. Alles klar. Komm hinten auf die Wiese, da habe ich Platz.
Versuche ich das mal auf der Wiese ein bisschen zurechtzuschieben, weil so sieht das ja nicht schön aus. Muss ja auch ein bisschen nach was aussehen. Vor allem, wenn die Ladungssicherung anklopft, die denkt ja auch, wir sind irgendwie kernbehindert. Also ich, ja. So, jetzt versuche ich einmal. Aber wie soll ich das anstellen? Okay, so zusammenzuschieben wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und jetzt schiebe ich die andere quer davor. Könnte man es auch als Ladungssicherung verkaufen, oder? Hauptsache, sie stehen nicht kreuz und quer auf der Ladefläche. Weil ich eigentlich das Einzige, was ich verhindern möchte. Geht das wieder los? Das war aber relativ normal. Macht das hier Auge, ich glaub's nicht. Also. So, sehr schön. Dum, 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 dum. Das ist eine sehr spannende Folge, weil ich die ganze Folge gefühlt Paletten aufsammeln, aber es tut mir leid. Was soll ich tun? Muss ja gemacht werden. Und ich stelle mich halt auch an wie der letzte Mensch. Da, jetzt haben wir es aber, Leute. Alles gut. Ein Ende ist in Sicht. Die schiebe ich jetzt noch seitlich davor und dann hoffe ich, dass wir die nicht wieder abladen müssen, sondern einfach in den Trigger fahren können. So. Den da ranstellen. Ankippen, dass wir so groß werden. Nachschieben. Toll. Sehr gut. Dann hauen wir hier überall Spanngurte drauf, dass sie nicht runterfallen. Und dann hätten wir das soweit schon mal fertig. Rückwärtsgang geklemmt. Hallo, ich gebe kein Gas mehr. Hallo, hallo. Was ist denn jetzt hier los? Habe gerade technische Probleme. Ich gebe Gas, obwohl ich nichts mache. Oh, das ist schlecht. Junge. Hilden? Bei mir klemmt das Gaspedal. Ja, nicht nur bei dir. Hast
Hast du Husten? Ich verstehe dich so schlecht. Was? Hast du Husten? Ich verstehe dich so schlecht. Ja, irgendwie über den Mund. Alter, du Arsch. Ist er? Ja! Ich habe Zitter am ganzen Körper. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Wenn euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut die nächste Folge vorbei. Ja, meine Lieben, ihr seht's. Ist aber in dem Fall nicht schlimm, wir waren eh am Ende der Folge. Sie ist ein bisschen kürzer tatsächlich, aber was soll man machen? Der G-Portal-Server kackt gerade ab. Deswegen ist TS und LS down. Das heißt eigentlich meistens, dass G-Portal irgendwie gerade am Abscheißen ist. War leider eine kürzere Folge wegen technischer Probleme, aber sie war auch unheimlich spannend. Also das war ja wirklich eine Folge komplett für die Füße. Naja. Aber wir haben Vorbereitungen getroffen. Das heißt, in der nächsten Folge wird es dann umso spannender, weil da können wir dann endlich unsere Joghurtfabrik befüllen. Tut mir leid, dass das jetzt eine sehr gammelige Folge war, in meinen Augen. Lasst trotzdem ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oder wenn euch das Projekt gefällt, können wir in dem Fall jetzt sagen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Tipps und Tricks habt, wie immer. Ich gehe ja da auch meistens drauf ein und sie helfen mir ja auch. Die Stroh, was wir in der ersten Folge endlich gelöst haben. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Restdonnerstag. Wir nehmen heute Abend wieder frisch auf dann. Also wenn ihr das seht heute Abend. Heute ist ja Donnerstag bei uns. Ansonsten, ja, wünsche euch noch einen schönen Resttag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.